Ciao und hallo aus meiner kleinen Piccola Panetteria. Und heute gibt es mal wieder Süßkram. Und zwar einen klassischen französischen Rührkuchen, einen Quatre K. Ja, wie einfach Quatre K geht, das zeige ich dir anschließend in einem kurzen Video. Wie genial er schmeckt, das musst du selbst herausfinden, wenn du ihn nachbackst. Und ich kann dir nur dazu raten, Quatre K, einfach und genial gut schmeckend. Ja, und bevor es jetzt losgeht, bleib dran, sage ich nur, muss ich ihn erstmal probieren, er ist jetzt schon schön abgekühlt. Mein Quatre K. Wir sehen uns beim Mach! Ja, du siehst, die Zutaten sind tatsächlich mehr als übersichtlich. Wir haben 4 Eier, beziehungsweise ich nehme heute 4 Eier, Zucker, Mehl, Butter, ausgelassene Butter, sollte man sehen, glaube ich, die wieder leicht abgekühlt ist, und in meinem Fall heute etwas Zitronensaft. Also der Clou an der Sache ist tatsächlich die Eier. Das Rezept basiert auf dem Gewicht der Eier. Ich nehme 4 Eier und wiege die mit Schale. Und dieses Gewicht, das wird für die Butter, für den Zucker und für das Mehl genommen. Meine 4 Eier haben 230 Gramm genau, so wie sie hier liegen. Also nehme ich 230 Gramm Zucker, 230 Gramm Butter und 230 Gramm Mehl. Mehr brauche ich nicht für diesen genialen Rührkuchen. Dann kannst du dazu tun, was du magst. Ich nehme heute etwas Zitronensaft, weil jetzt im Frühling, im Sommer bei warmen Temperaturen ist es einfach etwas erfrischend. Du kannst Schokodrops dazu tun, du kannst Nüsse dazu tun, du kannst alles dazu tun, was du magst. Oder natürlich pur genießen. Funktioniert mindestens genauso. So, jetzt werden die Eier getrennt und dann wird das Eigelb mit dem Zucker schön aufgeschlagen, also richtig hellgelb geschlagen. Und das Eiweiß logischerweise steif geschlagen und dann geht's weiter. Ja, die Eier werden jetzt getrennt. Und dann das Eischnee natürlich mit einer Prise Salz obligatorisch schön fest mit dem Mixer geschlagen. Und dann geht es gleich weiter, die Eigelb, den Zucker dazu. Und das ist ganz wichtig hier, lieber eine Minute länger, richtig schaumig schlagen mit dem Mixer. Das muss eine richtig schöne hellgelbe Masse werden. Also man sieht es, richtig hellgelb, richtig flüssige, wunderbare, zusammengefügte Masse. Und da kommt jetzt eben die flüssige Butter, die leicht abgekühlt ist, also die muss nicht kalt sein, aber doch leicht abgekühlt, Zimmertemperatur haben, damit das Ei nicht gerinnt, und anschließend auch gleich das Mehl untergehoben. Man kann das natürlich auch alles mit der Küchenmaschine machen lassen. Ich habe es jetzt ganz bewusst hier mit dem Mixer gemacht, damit man sieht, wie einfach das ist und ohne großen Aufwand geht. Und zum Schluss dann den Eischnee unterheben. So in 2-3 Portionen. Die erste kann man richtig gut, richtig fest unterheben, dass der Teig erstmal etwas aufgelockert wird, und die zwei
restlichen Portionen Eischnittern schön leicht und vorsichtig locker unterheben. Zitronensaft dazu. So, und hier habe ich jetzt meine neue Backform, die ich bei meinem letzten Baguette-Workshop in der Nähe von Paris gesehen habe, die ich mir für Brioche gekauft habe. So nach dem Motto, besser haben als brauchen, die werde ich heute das erste Mal ausprobieren. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob die Teigmenge, wie ich sie ausgewählt habe, mit meinen 4 Eiern genau in diese Backform passt. Die ist also so 27, 26 cm lang und ungefähr 8 bis 9 cm breit. Du kannst natürlich jede Backform nehmen, die du möchtest, auch eine Rundform, eine Marmorkuchenform. Also es ist völlig dir überlassen. Ich finde es in einer schönen Kastenform einfach diesen Kuchen am allerschönsten. So, jetzt rein damit. So, wie es aussieht, sieht es gut aus. Es passt perfekt rein. Für die Menge habe ich sehr gut gewählt. Also auch hier easy doing. Schmecken tut es auch schon. Jetzt geht's ab zum Backen. Das wird gebacken bei 160 Grad für 50 bis 60 Minuten. Musst du einfach gucken, jeder Ofen backt etwas anders. Wichtig ist natürlich Stäbchenprobe zum Schluss. Und wenn nichts am Holzstäbchen hängen bleibt, ist der Kuchen durchgebacken. Und falls er zwischendurch zu dunkel wird, mit Alufolie etwas abdecken. So, fertig gebacken ist er, der Quatre K, der französische Rührkuchen, die Deluxe-Version vom deutschen Rührkuchen. Auf Deutsch, auf Hochdeutsch, auf Bäckerdeutsch heißt es, glaube ich, Eierschwerkuchen. Also Quatre K klingt schon mal von vornherein besser. Einladender finde ich wie Eierschwerkuchen. Ja, der ist jetzt abgekühlt schon. Er war bei mir genau 58 Minuten im Backofen und fällt wunderbar aus der Form. Schon mal gut. Wunderbar. Ja, 4 Zutaten, Mehl, Butter, Zucker und Eier. Mehr braucht es nicht für einen genialen, einfachen und doch genial schmeckenden Rührkuchen. Ein Quatre K, der französische Rührkuchen. Die Zutaten habe ich dir noch einmal eingeblendet vorher, obwohl die sehr übersichtlich sind. Back ihn mal nach. Ich freue mich über Kommentar von dir, wie du ihn gefunden hast. Und ja, mir bleibt nur die Bitte, abonniere meinen Kanal und du bleibst auf dem Laufenden. Gib mir ein Like, kommentiere, wie du es gefunden hast. Ich lerne auch aus Negativen, aus Fehlern, die du mir beschreibst. Also ich freue mich über jeden Kommentar. Ansonsten kann ich dir versprechen, es wird nächste Woche ein paar Live-Videos geben aus fernen Lande, sage ich jetzt mal. Und ja, abonniere und du bist dabei. Und ich sage aus meiner kleinen Piccola Panetteria bis zum nächsten Mal. Ciao, a presto!